So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon XD. Eigentlich wollte ich jetzt ein paar Sim-Kämpfe machen, das Problem ist aber, ich habe einen Anruf bekommen und anscheinend ist die Queen irgendwo aufgetaucht und wir müssen jetzt erstmal herausfinden, wo er aufgetaucht ist. Und ich glaube, wir finden das beim Poképlatz-Sensor oder irgendwo sonst. Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich das herausfinde. Oder womit ich das herausfinde, wo die Queen jetzt aufgetaucht ist. Aber es müsste ja einer der versteckten Plätze sein. Also grasen wir jetzt einfach mal alle. Moment. Ist das nicht der Radar, den ich hier jetzt einfach abchecken kann? Doch, hier, der Queen-Radar. So, wo ist der Boy aufgetaucht? Im Lagerturm. Okay. Das heißt, ich muss jetzt in den Lagerturm und da müssten wir theoretisch ja sowieso hin, weil wir dort ja die Simp-Kämpfe austragen. Aber die Frage ist, wo genau im Lagerturm ist der Boy denn jetzt? Irgendwo hier rechts und links vielleicht oder in irgendeinem der Räume. Ja, dann müssen wir ihn halt im Lagerturm auch nochmal ausfindig machen. Das Problem ist ja, es gibt noch zwei Krypto-Pokémon, die wir nicht haben. Einmal Voltenso und einmal Dragoran. Ich kann mich aber im besten Willen nicht mehr daran erinnern, ob wir einen Dragoran im Storyverlauf hätten fangen können oder nicht. Ich glaube tatsächlich eher nein. Und auch die Tatsache, dass er das Dragoran ja irgendwo ganz unten in der Liste war, wirklich ganz, ganz, ganz unten in der Liste war. Das sagt auch nochmal aus, dass das Dragoran dann höchstwahrscheinlich irgendwann am Ende kommt, beziehungsweise irgendwo nach der Story. Ich vermute vielleicht mal irgendwo im Duellturm oder vielleicht im Kolosseum von Orre. Auch wenn das eher nicht so logisch klingt, weil da ja Krypto-Pokémon nicht erlaubt sind. Aber der Duellberg, das könnte auf jeden Fall ein Ort sein, an dem wir dann eventuell einen von denen ausfindig machen können. Also einen von den Dragoran oder das Dragoran in dem Fall. Ja, und dann haben wir halt auch noch das Problem, dass wir ein Voltenso nicht gefangen haben. Und das Voltenso müsste die Queen jetzt, glaube ich, bei unserer nächsten Begegnung mit sich führen. Und ich glaube, Mobile gab es auch noch, aber das war ja kein Krypto-Pokémon. So, wo ist jetzt die Queen, der Boy? Also wir haben jetzt so seine Handlanger gefunden. Aber wo ist die Queen? Hä? Muss ich jetzt erstmal mit den Boys reden? So, was ist da jetzt los? Ja. Hier blinkt und glitzert alles so. Irgendwie fühle ich mich hier etwas fehl am Platz. Das passt zu unserem Boss, die Queen, aber nicht zu mir. Dieses Glitzerfunkelzeug ist genau sein Ding. Ja, aber wo ist denn die Queen? Verflixt, die Pokémon auf den Kampf-CDs sind nicht echt. Wir haben versucht, sie zu erwischen, aber das klappt nicht. Okay, guys. Where the hell ist jetzt aber die Queen? Der ist jetzt nicht allen erstes im Duellturm, oder? Muss ich da jetzt hier in diesem Duellturm mitmachen? Oh, das wäre jetzt richtig blöd. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es wirklich so ist oder nicht. Ich dachte mir jetzt, wir machen ein paar Kampfsims heute mal wieder. Weil ich will jetzt nicht unnötig in diesen Turm rein und dann stellt sich heraus, dass er gar nicht da drin ist. Nee, nee, nee. Sowas machen wir erst gar nicht. Wir machen einfach ein paar coole Kampfsims. Ich fand nämlich die Kampfsims eigentlich ganz gut für zwischendurch und solange ich noch trainieren muss und wir nicht im Kolosseum von Orre und so weiter antreten können, machen wir halt heute nochmal eine Kampfsim. Ja, das bietet sich eigentlich ganz gut an. So, Mundtier mal 2. Sie sind gut im Stören, okay. Was bedeutet das? 2 Mundtier, Verhöhner, Zugabe, Fassade. Okay, Verhöhner, Zugabe, Fassade. Doppelkampf über unendlich viele Runden. Und unsere Gegner sind Ninjask mit Schutzschild, Schwerttanz, Staffette, Blutsauger. Und Pixie mit Kosmikkraft, Spotlight und Pfund. Ich glaube, der Trick hier ist es tatsächlich, dass ich... Okay, was ist jetzt hier der Trick? Ich glaube, ich muss Verhöhner auf Pixie benutzen und Zugabe auf das Ninjask. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Ja, finden wir es einfach mal raus. Ja, wir machen die Kampf-CD. Über unendlich viele Runden, das heißt, allzu viel falsch können wir hier nicht machen. Was mir halt manchmal ein bisschen zusetzt, sind die ganzen Kampfbedingungen, dass wir das dann innerhalb von 2 oder 3 oder 4 Runden machen müssen. Aber das ist in Ordnung, okay? Das ist in Ordnung. Hier haben wir wenigstens ein bisschen kreative Auswahl. Und uns stört nichts in dem Fall. Das bietet sich hier eigentlich ganz gut an. Okay. Verhöhner, Zugabe und Fassade. Okay, okay, okay. Das sollten wir schaffen. Also wie wäre das jetzt? Verhöhne auf Pixie into Zugabe auf das Ninjask. Und dann sollten wir das eigentlich ganz gut schaffen, denke ich.
Okay, so Verhöhner auf Pixie. Pixie wird Spotlight benutzen oder irgendwie so etwas in der Art. Und auch nochmal Verhöhner auf Ninjask oder direkt Fassade auf Pixie. Oh, okay, das ist sehr, sehr nice. Das ist sehr, sehr nice, was wir jetzt hier gerade geschafft haben. So, der Verhöhner kommt auf Pixie. Pixie fällt auf Verhöhner herein. Und wir droppen nochmal die Fassade gleich im Turn 1 auf Pixie. Und Pixie sollte jetzt sogar nicht in der Lage sein, Kosmikkraft zu benutzen. Sehr, sehr schön. Okay. Dann gibt es einmal die Zugabe auf Ninjask. Und nochmal die Fassade auf Pixie. So, Ninjask wieder auf Schwertanz. Das heißt, easy. Easy, easy, easy ausgekontert, indem wir jetzt hier Zugabe drücken. Und dieses Ninjask jetzt nur noch weiterhin Schwertanz benutzen kann. Und dieses Pixie sollte dann halt tatsächlich auch mit der nächsten... Ja, okay, mit den nächsten beiden Fassaden. Oh mein Gott. Das ist aber nicht euer Ernst, oder? Okay, das ist Bullshit. Das ist Bullshit vom Feinsten. Okay, Double Fassade auf den Ninja-Slot. Aber, ach du Scheiße, Schambolzen. Ist es euer Ernst? Schambolzen. Munti ist verliebt. Munti ist Starvorliebe. Oh mein Gott, so ein Müll. Und Fassade ist nicht mal ein Two-Shot. Ach du lieber Gott. Oh, okay, Verhühner hat auch gehört. Weswegen auch immer. Das ist echt blöd. Das ist sehr, sehr blöd gelaufen. Wir benutzen mal weiterhin Fassade auf das Ninjask. Ich meine, das Ursaring, was danach reinkommen wird, hat Erdbeben. Das heißt, das Ursaring wird auf jeden Fall das Pixie anhitten. Okay, das wissen wir. Das heißt, Ursaring besiegt das Pixie letzten Endes dann sowieso. Wird das Pixie sich jetzt weiter hochboosten? Das ist auch eine Frage, die ja definitiv legit sein dürfte. Boah, ein Crit auf das andere Mundtier. Meine Güte. Und dadurch könnten wir den Kampf eventuell verlieren. Ich brauche jetzt einen schönen Crit oder sowas in der Art. Boah, ich brauche 3 oder 4 Fassaden im schlimmsten Fall. Und ich muss auch noch durch Schambolzen durchkommen. Oh, das ist so traurig. Ah, ich brauche einen Crit. Nochmal Pfund. Und jetzt wird eins meiner Muntiers auf jeden Fall down gehen. Oder? Nach dem Erdbeben. Wäre halt schön, wenn Pixie auch down geht, aber... Oh, shit, 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 shit. Okay. Ganz knapp überlebt. Geht Pixie down? Pixie geht nicht down. Alter Schwede. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt einen Crit. Oder beide Ursarings. Also ich... Okay. Du musst jetzt durchkommen. Monty ist stark vor Liebe. Okay. We lost. Es sei denn, ich krieg jetzt einen Crit. Lächerlich. Absolut lächerlich, Leute. Absolut lächerlich. Schambolzen hat mich einfach mal... gereckt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich wurde von Schambolzen gereckt. Das ist absolut traurig. Und das bricht mir gerade das Herz. Pixie mit dem Schambolzen hat mich zerstört. Ich hätte auch critten können. Wenn ich gecrittet hätte, hätte ich auch gewonnen wahrscheinlich. Aber der Schambolzen hat jetzt gerade alles kaputt gemacht. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Und das sind so Dinge, die mich wirklich nerven. Also, diese Kampfsims sind cool, sie machen Spaß, aber das ist nicht gut designt, meiner Meinung nach. Weil das ist zu viel RNG. Das ist zu viel RNG. Schambolzen, Leute. Schambolzen. Hättet ihr die Muntiers nicht wenigstens weiblich machen können, liebe Game Freak-Menschen? Hä? Hättet ihr die Muntier nie weiblich machen können, der Schambolzen nicht triggert? Das bricht mir gerade wirklich ein bisschen das Herz. Das ist schade. Der Anfang war so gut. Hätte Fahrradkette. Und vor allen Dingen, die Rolls sind auch so blöd, ne, mit Fassade. Wir bräuchten hier einen Move, der mehr Damage macht. Body Slam oder sowas. Naja, das wäre besser. Ach, das eine Munti ist sogar weiblich. Ja, nice. Ach, da... Okay, so. Wir benutzen mit dem männlichen Mund hier Fassade aus Pixie und das weibliche benutzt
Verhöhner. Das heißt, unser weibliches Mundtier hat sich tatsächlich in dieses Pixie verliebt. Traurig, aber wahr. Okay, da kommt der Verhöhner. Das heißt, dieses Pixie kann jetzt erstmal nicht Kosmikkraft benutzen. Alright, very nice. So, jetzt benutzt einer von uns schon mal Verhöhner auf das Ninjask. Weil wir wissen ja jetzt, was dieses Ninjask benutzen wird. Unser Schwertanz, ne? Und das andere greift mit Fassade an. Das heißt, im nächsten Turn können wir das Ninjask double fokussen und dann ist das Ninjask down. Und dann haben wir zumindest, was das angeht, schon mal unsere Ruhe. Und dann sollte schon fast alles in trockenen Tüchern sein, tatsächlich. Solange nicht irgendwelche unverhofften Crits oder sonstiger Shit hier passiert. So, Fassade into Fassade auf Ninjask und dann ist Ninjask down. Ninjask benutzt Blutsauger. Oh nein! Ich habe Verhöhner benutzt und nicht Zugabe. Okay, das könnte mir jetzt zu stehen kommen. Aber auch nur eventuell. Eieiei, das war jetzt unnötiger zusätzlicher Schaden, den ich kassiert habe. Gut, dass hier Blutsauger nicht seinen Buff bekommen hat aus den vorherigen Gens. Das wäre es jetzt hier gewesen, ne? Okay. Wir gehen jetzt wie folgt vor. Fassade into Fassade auf Ursaring. Wir werden jetzt leider sowieso das Ursaring nicht rausnehmen können. Aber Ursaring wird jetzt Chip Damage auf das Pixie verursachen. Pixie benutzt Fund. Oh Gott, don't do it, Pixie. Pixie kriegt einen Volltreffer. Okay, ich drehe am Rad, Leute. Ich drehe am Rad. Das ist unglaublich. Ich will diese Sim-Kämpfe tatsächlich machen. Aber wenn so etwas passiert, ist das einfach nur frustrierend as fuck. Es ist noch nicht verloren. Aber meine Güte, ist das nervig. Ich brauche jetzt einen Crit. Und ich kriege natürlich keinen Crit, okay? Und wir verlieren wieder wegen 9 HP. Wir verlieren wieder wegen 9 HP, Leute. Oh, und Pixie crittet natürlich noch einmal. RNGesus ist nicht auf meiner Seite. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade falsch mache. Ich weiß es wirklich nicht. Ach, Zufallseffekt im Pokémon. Möchte ich noch darüber reden? Das Lustige ist, dieser Blutsauger-Missplay, den ich da hatte, ja, der war ja nicht mal ausschlaggebend. Ich meine, der Schaden war irrelevant. Der Crit hat mich dann einfach zerstört. War es der Crit? Es war der Crit. Es war 100% der Crit. Wahnsinn. Ich krieg wieder nur einen Sim-Kampf die Folge durch. Traurig, aber wahr. Ich krieg nur einen Sim-Kampf die Folge durch. Ja, okay. Ich meine, Hauptsache Sim-Kampf durchbekommen, oder? So, Verhöhner auf Pixie. Fassade auf Ninjask. Wobei, was mache ich da gerade? Ich bin echt nicht ganz auf der Höhe heute. Zugabe auf Ninjask, Fassade auf Ninjask. Ah, ich spiele hier gerade wieder mit dem Feuer. Keine Ahnung, was ich da mache. Ich habe hier nämlich einen Angriff auf das Pixie verfehlt. Ja, Pixie. Pixie ist der Dämon, Leute. Ja, Pixie ist ein kleiner Teufel. Guckt euch das an. Unglaublich. So. Nochmal Fassade hier drauf und nochmal Verhöhner auf Pixie. Ich hoffe nur, dass Ninjask jetzt nicht rauskommt aus dem, aus der Zugabe. Das wäre jetzt natürlich der Horror schlechthin. Ich möchte halt nur nicht, dass dieses Pixie hier eine Kosmikkraft durchbekommt. Bitte nicht die Zugabe beenden, danke.
So, Fassade hier drauf. Und nochmal Fassade da drauf. Ja, dann kriegen wir nochmal zusätzlichen Schaden auf. Das Ursaring drauf. Und vielleicht sogar noch ein Crit oder sowas in der Art. Ist ein bisschen risky, was ich mache. Aber ihr seht's, Leute, es ist so viel RNG hier in diesem, in diesen Sim-Kämpfen drin, das ist... Manchmal ist es echt frustrierend. Und zwar so, dass man so lange probieren muss, bis man halt letzten Endes einfach ein einziges Mal lucky durchkommt. Und wir sehen, ich bin sogar in der Lage, dieses Ursaring zu two-shotten tatsächlich. Ja, zu three-shotten. Ich brauche nur die guten Rolls, um über 50 KP zu kommen. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. So, nochmal Fassade. Oh! Okay. GG, Leute. GG. GG, das war's. Das war's. Ende Gelände, okay? Ach, endlich mal Glück auf unserer Seite. Aller guten Dinge sind drei. Das Pixie wird jetzt leider Kosmikkraft benutzen, was ein bisschen ärgerlich ist, aber meine Güte. Who cares? Es hat keinen Recovery-Move und jetzt müssen wir einfach nur noch drauf kloppen. Und besiegen wird dieses Pixie jetzt sowieso nicht. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist ein bisschen stallen, ein bisschen Zeit zu schütten. Aber wenn ich critte oder sowas in der Art, wird das Ganze auch nochmal ein bisschen beschleunigen. So. Kriege ich vielleicht ein Crit durch? Ein Crit wäre jetzt sehr, 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 sehr lieb von dir, liebes Spiel. Damit würden wir nämlich noch ein bisschen Zeit sparen. Aber ich glaube, wir bekommen gar keinen Crit durch. Oder? 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 Sag niemals nie. Leider nicht. Schade. Schade Schokolade, aber letzten Endes haben wir es geschafft und das ist doch das, worauf es ankommt. Hat zwar nur über 10 Minuten gedauert, fast 15 Minuten, aber wir haben einen Sim-Kampf geschafft. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, sag ich euch, ja. Einen einzigen Sim-Kampf durchbekommen. Holy Macaroni. Okay. Sorry about that. Aber wir haben es geschafft. Und wisst ihr, was jetzt unsere richtig fette Belohnung sein wird? Lass mich das callen. Ein Hyperheiler. Wir werden jetzt einen Hyperheiler oder sowas in der Art bekommen, oder? Nein, Schlohkraut. Sogar ein strategisch sinnvolles Item. Der Wahnsinn. So, was ist mit Nummer 26? Was ist das eigentlich? Cup Metronom. Trainier den Finger und versuch's. Wow. Noch mehr RNG. Das klingt aber lustig. Metronom-Battle. Ich habe sowieso auch nochmal einen Metronom-Kampf irgendwann mal vor. Mit der lieben Kira. Ja. Und das ist doch, glaube ich, ein ganz guter Einstand. Das heißt, wir haben jetzt zwei Pokémon auf knapp Level 20 gegen zwei Pokémon vom Gegner auf Level 5. Und meine Pokémon können nur Metronom. Und ich muss jetzt irgendwie hoffen und beten, dass ich die richtigen Moves rausbekomme. Das ist lustig. Das ist lustig. Komm, das machen wir. Ich wollte heute sowieso nur eine kurze Folge machen und dann bietet sich das doch sogar ganz gut an. Kleinschnell Level 5 und Macholo Level 5. Alter, was ist denn Macholo für ein Quasimodo hier? Ne, Moment, meine Pokémon sind auch auf Level 5. Oh, okay, ja gut. Und mein Gegner kann auch Metronom. Das ist, Alter, das ist der Vorgänger der Metronom-Kämpfer auf YouTube, Leute. Duronadel. Geht ja schon mal gut los hier. Einmal getroffen. Donald kann, glaube ich, vergiften, oder? So, Metronom von Togepi. Was sagt mein Glück? Lua Kanonade. Hol ich ihn auf. Nein, nicht auf Kleinstein. Oh mein Gott. Oh. Geschenk. Oh, nice. Geschenk. Das war jetzt eine Nullrunde. Wäre natürlich schön gewesen, wenn der Geschenk auf mein anderes Pokémon benutzt hätte, aber okay. So, Fluffeluff. Turbodreher. Der Wahnsinn. Wenn ich jetzt Kleinstein targete, 1 KP Damage. Das ist ja der Wahnsinn. So, ich muss jetzt leider diese Runde aussetzen. Mach Rollo. Memento Mori, bitte. Memento Mori, das wäre doch voll geil. Absorber. Ja, das macht zum Glück nicht so viel Schaden. Das waren jetzt, glaube ich, 2 HP. Und Togepi muss ich wieder aufladen, das ist okay. Kleinstein, was benutzt du jetzt? Das ist die goldene Frage. Weißnebel. Auch wieder eine Nullrunde, mehr oder weniger. Auch wenn das natürlich ganz gut ist, weil wenn jetzt irgendwie Toxin oder so kommt, dann haben wir ja nicht mehr so gut lachen.
Baumwollsaat. Ah, wait. Oh mein Gott. Die Strats. Ich bekomme Baumwollsaat nicht durch wegen dem Weißnebel. Okay. Mondschein von Marollo. Null Runde. Sehr, sehr gut. Marollo hat noch alle HP. Ein Kleinschirm benutzt auch nochmal Metronom. Ist das ein Speed-Teil? Duplexi. Oh, daneben. Geh daneben. Nice, es ging daneben. Sonst wäre mein Togepi, glaube ich, echt down gegangen. Der ist aber auch unfair. Ich habe so zwei Baby-Pokémon, die so voll wack sind. Scham, das ist gut. Aber schon wieder Weißnebel. What the fuck? Ich werde von Weißnebel auscountert. Auscountert? Outplayed, so. Feuerfeger, das ist gut. Das ist gut. Auch noch auf Marollo. Krieg ich einen Burn oder so? Nee, geht ja gar nicht wegen Weißnebel, ne? Habe ich vielleicht das Glück und Marollo benutzt jetzt irgendwie Kratzfurie. Und es trifft sogar. Oh Gott, wenn du jetzt fünfmal triffst, ist mein Togepi down. Okay, nur dreimal. Ja, mein Togepi ist schon so gut wie tot, Leute. Töt, töt! Fassade. Ja, wenn das jetzt auf Togepi geht, bin ich down. Es geht auf Pi. Das ist so gemein. Dass ich hier so Baby-Pokémon habe. Ah. Togepi fliegt hoch empor. Ah, wenn das auf Marollo geht, ist das gut. Toxin. Ich werde doch jetzt allen Ernstes... Ich muss jetzt hoffen und beten, dass meine Gegner keine Damage-Moves bekommen. Und vor allen Dingen auch, dass sie... eventuell jetzt Togepi targeten. Wenn die beiden jetzt Togepi targeten, wäre das sehr, sehr gut. Klammer, Togepi. Nice, sehr gut. Null Runde. So, Kleinstein geht auf Dauer down. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich Marollo targeten. Oh mein Gott, nein! Oh, es geht daneben auf Togepi. Ihr wisst, Steinhagel kann fliegende Pokémon treffen, ne? Das wisst ihr. Und ach du Scheiße. Wandler. Lol. Mein Pi wurde jetzt zu einem Marollo. Hä? Okay. Interesting. Das sind irgendwelche komischen Transgender-Geschichten hier, von denen ich keine Ahnung habe. Marollo benutzt Blizzard. Pi wehrt die Attacke ab. Oh, Togepi wehrt die Attacke auch ab. Nice. Also ich habe jetzt gerade aber auch Glück, dass mein Gegner hier nichts trifft. So Marollo. Jetzt mache ich aber auch mehr Damage mit meinem Pi, ne? Abgesagt. Das ist aber nicht dein Scheiß Ernst, oder? Das heißt, in drei Runden ist der Kampf sowieso vorbei. Ja, Leute, willkommen zu einer weiteren Episode von Rigilak. In drei Runden ist der Kampf sowieso vorbei. Metronom von Kleinstein. Superzahn. Das sind alles so gute Moves. Komm, Togepi. Tu mir einen Gefallen. Bekomm irgendwas richtig Gutes raus. Und triff den richtigen. Hitzewelle. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Zusätzlicher Damage auf Kleinstein. Nice. Und vielleicht kriege ich einen Burn oder so auf Marollo. Ne, aber 5 Damage auf Marollo. Okay. Also wir nähern uns dem großen Finale jetzt. Nächste Runde geht Kleinstein down wegen dem Gift, also safe. Und Abgesang ist auch noch aktiv. Wow, das ist echt spannend. Ach du lieber Gott. Das ist echt spannend gerade. So, Metronom, Marollo. Fußkick. Okay, ciao. Ciao, wen immer du targetest. Nice, okay. So, ich muss jetzt Marollo targeten. Wenn ich Marollo targete und das down geht, mit Psychokinese oder sowas in der Art, und das Kleinstein in der Nullrunde... Lockduft, Alter. Lockduft. Das ist jetzt nicht euer Ernst. So, ein Kleinstein kriegt jetzt den Matchball. Das ist der Matchball für Kleinstein. Wenn Kleinstein jetzt irgendwie einen Angriffsmove bekommt, dann war's das. Dann war's das hier. Dann ist es vorbei. Ja, dann ist Feierabend. Folterknecht. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, ich darf jetzt kein Metronom benutzen, oder? Oder gilt das erst ab nächster Runde in dieser Gen?
Nice. Nice, Verzweifler. Memento, Memento, Hornattacke. Ciao. Okay. Ist eh vorbei, Leute. Ist eh vorbei. Das ist traurig. Aber irgendwie auch lustig. Vielleicht habe ich beim nächsten Mal mehr Glück. Freunde, das war's für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Lasst einen Daumen nach oben da. Das ist eine richtig coole CD. Das ist der Ursprung aller Metronomkämpfe. Und das werden wir definitiv demnächst auch in ein paar Wi-Fi-Kämpfen haben. Das macht einen lustigen Eindruck, ja? Also, Freunde, haut rein, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall zum nächsten Mal wieder in Pokémon XD. Euer Regi.